dann versuchen wir uns da oben durchzuboxen. Müssen wir dem Weg folgen? Ich glaube ja. Ja, da können wir durchgehen. Ich halte mich ganz rechts, um möglichst nicht die Orks aufzuschrecken, aber da sind leider auch drei Stück. Das ist so ein scheiß Wolf, der ist jetzt nicht das größte Problem. Die Wargs sind schon ein größeres Problem dann. So. Ich werde schnell mal einen Heiltrank schlürfen. Mit diesen Wölfen hier und so, da können wir uns noch gut auseinandersetzen. Die sind jetzt nicht das Problem. Nur von den Orks müssen wir halt immer wegrennen. Das ist halt das Nervige hier im Miental. Aber auch das Herausforderndere an der ganzen Geschichte. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Das bringt doch einiges an Spannung ins Spiel rein. Wirklich Angst haben muss, dass man hinter jeder Ecke könnte eben ein Ork lauern, der einen mit einer Kelle über die Jordan befördert. Und ja, im Wiental, ne? So, die Blutfliegen sind nicht das Problem, habe ich ja schon erwähnt. Da können wir auch gerne immer hier schön mit der Armbrust zu Werke gehen. Das ist schön. Auch bei den Wölfen. Dieser Bug mit dem Bewegen macht es natürlich immer nicht einfacher. Ist der Weg jetzt der, wo die Orks waren, oder war das der andere Weg da unten? Ich möchte natürlich auch trotzdem alles auskundschaften hier. Hier zum Beispiel liegen tote Ritter. Und toten Rittern sollte man immer mal folgen. Ach, ich hasse diesen Bewegungsbug. Der ist aber heute sehr präsent. Denn tote Ritter könnten uns zu etwas führen, was für uns interessant ist. Da sitzt jemand in einer Schattenrüstung. Boah, ich weiß, wer es ist. Ich erinnere mich. Ihr wisst es wahrscheinlich auch schon. Das ist niemand anderes als Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe. Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört, geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvester auf einmal unruhig.
Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben hier das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Das ist ein super Tipp. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Ach, wir haben endlich wieder einen gefunden, der uns Stärke beibringen kann. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Alles klar, erstmal Ende. Also, dann gucken wir erstmal, wir brauchen 5 Stärke. Dann können wir hier 9 Shit anlegen, glaube ich, ne? Jein. Wir haben doch kein Schwert mitgenommen aus der Burg. Aber was ich erstmal machen werde, ist Amulett der Kraft ablegen und den Gürtel der Stärke ablegen. Hey! Und dann nochmal gucken, ob der uns was beibringen kann. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Ja, kostet trotzdem 10. Okay. In den sauren Apfel werden wir beißen müssen, leider. Wir brauchen auf jeden Fall 5 Stärke. Denn das bringt uns eine bessere Waffe. Deine Stärke hat zugenommen. So, alles klar? Alles klar. Wenn du losgehen willst, sag Bescheid. Aua, jetzt hab ich gegen mein Headset gehauen. Komm mal mit. Komm mit. Alles klar. Wir gucken einfach mal, wo uns das hinführt. 2 Berichte haben wir ja schon mal. Und Diego dabei zu haben, kann eigentlich nicht schaden. Hier ist nichts mehr. Gut. Hier gibt's auch nichts mehr, ne? Können wir uns da irgendwie hochlaufen. Mal gucken, was da oben ist. Sieht so aus, als sollten wir da mal nachschauen. Wir legen natürlich unsere Waffen jetzt gleich auch mal wieder an. Erstmal legen wir das Amulett wieder an und den Gürtel wieder an. Und dann legen wir unser Schwert und unsere Armbrust wieder an. Na, hier gibt es jetzt nicht so viel. Wo ist denn Diego? Ach, der läuft da unten rum. Wegfindung ist nicht so genial. Aber der Weg hier ist wahrscheinlich auch nicht geplant von den Entwicklern. Nun gut. Wo ist er denn jetzt? Diego? Ah, da kommt er. Wir schlürfen mal einen Heiltrank und machen uns auf den Weg. Wir müssen da vorne links und dann nach unten. Das müsste richtig sein, ne? Hier geradeaus. Ja, das sieht gut aus. Diego wird uns mit Sicherheit folgen. Er wird uns halt nicht zu dem in die Lager reinfolgen. Zum Beispiel jetzt, wo wir als nächstes uns hinbewegen. Was liegt denn da alles? Ach, das sind so Grasbüschel. Und da hinten sind Warane. Er wird uns halt nicht in das Lager von den Paladinen reinfolgen, wo wir jetzt hin unterwegs sind. Das hat er uns ja gesagt. Aber er wird zum Beispiel... Aber er wird zum Beispiel uns hier bei so Kämpfen mit Fluchfliegen helfen. Oder da vorne mit den Wölfen wird er uns helfen.
Auch wenn wir da nicht sonderlich viel Hilfe benötigen. Aber es ist immer gut, ihn dabei zu haben. Das war ja schon früher so. Eine eingestürzte Brücke. Das da müsste Xardas Turm sein. Speichern wir gerade. Was ist denn das da oben? Ah, Snapper. Können wir es schon mit Snappern aufnehmen? Mit den normalen? Ja, können wir. Vor allem, wenn Diego dabei ist. Wunderbar. Fayette, da unten ist halt schon ein weiterer Paladin. Wir gehen mal hier runter. Diego wird uns ja nicht in das Lager folgen, gehe ich von aus. Vielleicht ist es auch nur so ein Skript, was die abspielen und er folgt uns trotzdem, aber naja. Das werden wir gleich sehen. Hier oben ist gar nichts. Bislang. Außer ein Turm und eine Truhe. Oh, die Truhe können wir sogar aufmachen. Und da ist ein bisschen Gold und ein Trank und ein Wein und ein... Keine Ahnung, was das war drin. Fellknöterisch. Na gut, dann gehen wir mal runter zu dem Paladin-Lager. Unsere nächste Station, wo wir den letzten Bericht abholen können. Ist ja dann ein sehr kurzer Aufenthalt gewesen im... Warte! Was denn? Das da hinten ist Fayettes Mine. Wenn du da hin willst, dann ohne mich. Warte hier. Warte hier. Ich warte in der Nähe der Mine. In der Nähe der Mine? In der Nähe was für eine Mine? Keine Ahnung. Egal, wir gehen einfach zu Fayette. Wir werden Diego schon wiederfinden. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Hört zu. Ich weiß nicht, warum Garond mir einen Söldner schickt, aber er wird einen Grund haben. Doch bevor ich dich zurückschicke, wirst du einen Auftrag für mich erledigen. Alles hat seinen Preis. Wenn du mich bezahlen kannst, überlege ich es mir. Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern Geschäfte zu machen. Ich hasse das Gefeilsche um einen besseren Preis. Aber als Zeichen meines guten Willens zahle ich dir 100 Goldstücke, wenn du für mich arbeitest. Haben wir eine Abmachung? Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Bilgot? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Alles klar. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. War ja klar. Sträfling, 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 Sträfling. Hey, wo kommst du her? Wer bist du denn? Bist du aus der Burg gekommen? Ja, ich komme aus der Burg. Ja. Ich komme aus der Burg. Warum? Wie ist denn die Lage dort? Nicht besser als hier. Die Orks sind noch da, wenn du das meinst. Verdammt. Nirgends ist man hier sicher. Ich sag dir was. Wenn ich nicht so viel Schiss hätte, würde ich einfach abhauen.